Ja, willkommen zurück in Detroit, meine Lieben. Was ist hier los? Wo kommt denn der Connor auf einmal her? Wurden wir etwa repariert? Ist Amanda? Wir sind bei Amanda. Was genau stellt Amanda dar? Sowas wie unser Gewissen? Oder ist es eine echte Person? Ist es unsere Software-Stabilität? Was stellt Amanda dar? Die letzte Folge war richtig heavy. Der Hank hat einfach dem Connor eine Kugel in den Kopf gedrückt. Kann man mal ganz klar so sagen. Ne? Es war wirklich heftig. Und ja, jetzt sind wir wieder hier. Und dann haben wir noch mit dem Marcus und den anderen da von dem Jericho-Schiff eine Nachricht gesendet, die relativ gut ankam in der Öffentlichkeit tatsächlich. Aber da gab es natürlich auch ein Problem. Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Ja, natürlich. Da gab es auch ein Problem. Nämlich, wir mussten den Simon zurücklassen und sie können jetzt natürlich seinen Speicher auslesen und sonst was mit ihm machen. Aber gut. Schauen wir mal, was sie jetzt abgibt mit dem Connor. Das ist ja verrückt. Vielleicht ist er doch noch irgendwie fit, aber ich glaube nicht dran. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Dass Hank auf mich geschossen hat, habe ich rausgefunden, verdammt. Ich habe Schwierigkeiten mit Lieutenant Anderson. Er ist instabil. Sogar feindselig. Gestern hat er mir in den Kopf geschossen. Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Ich bin frustriert wegen der fehlenden Fortschritte. Aber ich will meine Mission unbedingt abschließen. Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Warum haben sie mich gestern erschossen? Das ist halt irgendwie lustig. Es gehen Speicherfragmente verloren, wenn ich zerstört werde. Das verlangsamt die Untersuchung. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich verspreche dir, dich nie wieder zu erschießen. Danke, Lieutenant. Ja, nice. Jetzt kommt wieder die Detektivmusik. Die finde ich auch besonders gut. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Moment mal, können wir jetzt hier eigentlich auch mal was machen? Bei ihr, wenn wir hier so angehalten haben? Ich weiß nicht, wann wir mit ihm reden können. Nee, okay. Sah so aus, hätte sie sein können. Nur 2 Angestellte und 3 Androiden.
Einweichler nahmen die Menschen als Geisel und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Aber bei dem Wetter... Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Okay, dann dürfen wir uns den Kram hier jetzt nochmal reinziehen. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Ah, da können wir sogar Hinweise analysieren. Dass er zwei verschiedene Augenfarben hat, ne? Ah, Pupillenreflexion, das ist auch verrückt. Blau-Iris-Ersatzteil. Ah, ich glaube, der hat sogar ein... Wird er vom Schauspieler gespielt? Ich weiß nicht, ob er sogar in echt zwei unterschiedliche Augenfarben hat. Ich glaube ja, bin mir aber nicht ganz sicher. Registriert als Markus. Ach, guck mal. Hat er direkt komplett... Hast du das gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Der Connor scheint aber auch so langsam auf Umwege zu geraten, ne? Ja, die guten Einschusslöcher. Aber wo ist denn Simon? Der muss doch. Der ist doch dann noch auf dem Dach jetzt, oder wie? Sie gehen durch das komplette Gebäude, an allen Wachen vorbei und springen mit einem verschissenen Fallschirm vom Dach. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Tja, die können halt schon ein bisschen was, die guten Androiden. Wie haben Sie so eine große Tasche hier reingekriegt? Haben Sie nicht. Sie wurde für Sie deponiert. Oh, das ist seltsam. Da planen Sie die perfekte Operation und verzählen sich bei den Fallschirmen. Ach was, Simon ist einer der Abweichler irgendwie hier. Abgehauen von hier. Okay, er ist noch hier oben auf dem Dach auf jeden Fall. Die Beine haben wir nicht mehr mitgemacht, das heißt, er muss irgendwo hingerobbt sein oder so. Aber im Schnee haben wir keine Spuren, ha? Und da noch.
Ah, okay. Die Waffen. Und da saß der gute Simon an der Wand. Vermisst gemeldet ist er. Ja. Und wo hat er sich hingekrochen? Ja, okay, er ist nicht gesprungen. Ja, es ist ja. Blaues Blut. Blaues Blut müsst ihr finden. Hier hinten ist er rüber. Ist das nicht die Tür, durch die wir. Also die Dachtür? Ja gut, da gehen wir ja nur wieder rein. Das ist ja auch doof. Nee, wir müssen... Wobei, hier können wir natürlich auch noch analysieren, ne? Sind sie im Übertragungsraum noch nicht fertig? Hier in der Konsole geht doch bestimmt was, oder? Ja, guck mal. Ach, die Überwachungskamera kann man noch überprüfen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Ist auch verrückt, dass man so jetzt hinter dem Plan kommt. Die Androiden des Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Ja, krass. Okay, dann war hier tatsächlich noch einer im Raum, der gesagt hat, also der halt irgendwie Teil des Plans war, ne? Ach, hier können wir noch lesen. Ja, komm, machen wir das. Blaues Blut, wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf. Clean Food. Ach so, die Urban Farms. Ja, ja. Diese Farmen mitten in der City. Ja gut, schön gelesen, gut. Jetzt befragen wir mal die Herren, beziehungsweise doch, es sind alles Herren. Tja, so Reaktion erkennen wir jetzt bei keinem. Ne, bisher. Sind relativ neutral. Müssen wir schon mit denen reden. Nenne dein Modell.
Modell JB-300, Seriennummer 336-445-581. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Der hört sich anders an. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Ja, das muss eigentlich recht sehr sein, wenn der schon sagt, ich weiß es nicht mehr. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Okay. So eine wirkliche Reaktion kam da jetzt nicht. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Ey, das ist ja echt gar nicht so einfach. Ah, ja, er ist es. Oder? Ah, das ist sehr verwirrend. Der hat halt so rübergeschielt gerade. Ja, doch, die anderen machen tatsächlich nichts. Die Abweichler wurden erwischt. Sie lassen euch hängen. Lügen hat keinen Zweck. Wir wissen alles. Biokomponente 8451. Reguliert den Herzschlag. Ohne dieses Modul schaltest du dich in genau 63 Sekunden ab. Ich setze es wieder ein. Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Bist du der Abweichler? Holy fuck, ich hab das doch erfolgreich. Hank! Hank! Ich brauch Hilfe! Ja, was kann ich denn sonst noch machen, Mann? Ey, immer ist der Kunde in so einem Brass hier. Was? Ich kann halt irgendwie echt nichts machen. Verbleibende Zeit zur Abschaltung, ja, ist ja auch echt lang, aber kann halt echt. Ah, oh, what the, ganz in der Ecke, ernsthaft. Fuck, jetzt habe ich voll viel Zeit verplempert.
Oh, geschafft, geschafft, geschafft. Okay, Verfolgungsjagd. Verfolgungsjagd. Er ist ein Abweichender, aufhalten! Oh, fuck. Waffe nehmen. Hanks Überlebenswahrscheinlichkeit ist nur 40%. Hank retten. Angriff. Okay, erstmal Hank retten. Oh nein, Connor ist völlig durchlöchert. Nein. Gut, dass du hier warst, sonst wäre ich... Fuck, hoffentlich ist das jetzt nicht das endgültige Ende. Wir haben Sime nicht gefunden. Wer hätte denn auch ahnen können, dass er so eskaliert, der Typ? Okay, ich hätte ihn vielleicht nicht foltern sollen. Das mag vielleicht sein. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er wirklich so richtig den abfoltert, ehrlich gesagt. Ei, alles so Dinge, ey. Küche betreten. Eng beschützen. Wo steht foltern? Abweichler finden. Greift an, okay, anscheinend greift er wohl immer an. Fuck, ja, aber wir waren halt nicht auf dem Dach, ne? Wir waren leider nicht auf dem Dach. Da haben wir echt viel verpasst. Also verpasst jetzt viel, naja. Wir haben halt den Simon nicht gefunden. Was vielleicht wiederum für den Marcus ganz gut ist. Und aufs Dach gehen haben auch nur 28% gemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weltweite Statistik, was ist da los? Naja. Hoffentlich ist der Connor wieder fit beim nächsten Mal. Also die Software-Instabilität ist wohl... Beziehungsweise die Stabilität ist, glaube ich, runtergegangen. Also es wurde instabiler. Ob das... Keine Ahnung, je öfter die runtergeht, desto eher wird Connor auch ein Abweichler oder wie, oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht so wirklich. Aber der Hank hat sich gefreut, dass wir ihn gerettet haben, immerhin. Und die öffentliche Meinung ist halt jetzt auch wieder so... Naja. Naja, es wird alles ein bisschen tricky mittlerweile, ne? Die Entscheidungen werden tragkräftiger. Und es wird alles echt so... Wow. Es wird einfach wow. Es ist so wirklich... Heftig, jede Runde ist so eine Achterbahnfahrt. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.